Hallo, liebe Umfieder in Zweibeiner draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich gehe gerade mit Rocky hoch zum Erlebnis. Es ist 5 Uhr durch, also für Rocky eine gute Zeit quasi. Der UV-Index sagt auch nur 2, also vorhin, also wäre es vielleicht sogar nur 1. Es ist nämlich auch bewölkt. Kein direktes Sonnenlicht ist ja ganz wichtig für die Augen, für so einen vor allem nachtaktiven Milchuhu, wie Rocky es ist. Ja, und ich gehe jetzt hoch zum Erlebnis. Und da kann der Rocky jetzt mitmachen. Ich wünsche euch diese Woche beim Video wieder ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, über Ostern hatten wir viele Erlebnisse. Deswegen, ich kann euch noch gar nicht sagen, wie lang das Video wird. Also dann, habt viel Spaß. Und Intro ab. Auf geht's, Sammy. Komm. Na, du schaffst das. Flieg mal rüber. Auf geht's, Sammy. Warte, ich nehme mehr. So, Sammy, ich habe jetzt mehr auf der Hand. Meinst du, jetzt ging's vielleicht? Huhu, Party. Oder halt, wie du sagst. Da ist der Brian mit dem Lando. Und hier bin ich mit der Sammy. Ja. Die zwei vertragen sich richtig gut. Ab und zu motzen sie sich mal gegenseitig an. Da wird dann mal so ein bisschen gemacht. Und dann wird auf der Händchen rumgetatscht. Genau so, ne? Ja, und so an den Füßchen. Und das war's. Also mehr ist nicht. Manchmal schlägt der eine dem anderen mit dem Flügel gegen den Kopf beim Landen. Und aber ansonsten ist die Stimmung sehr harmonisch. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir wollten. Die zwei scheinen wunderbar miteinander klarzukommen. Lando kann das ja schon, aber die Sammy, die habe ich jetzt das dritte Mal heute rausgetan, also vor die Tür gestellt. Und das klappt auch schon eigentlich ganz gut. Nur hier draußen fühlt sich wohl. Wir sind auch schon einmal weitergegangen, aber da ist sie sehr kuckig. Da muss man tierisch aufpassen, dass kein Unsinn passiert. Ja, aber es läuft und es wird besser und mal gucken. Ui, warte, Vogel. Warte. Oh, oh, oh. Ja, du kannst ja nicht zum Brian fliegen. Der hat Essen. Oh, der hat lecker Essen. Ich habe so Kacke Essen. Der Brian hält jetzt aber bestimmt mal das Schälchen hin. Nee, willst du nicht? Willst du nicht? Ach gut, dann war es das gar nicht. Na denn, dann darfst du wieder zu deinem Lando, wenn du genug gefressen hast. Oh Gott, dann ist das so. Sei nochmal hübsch. Wow, sehr hübsch. Alles klar, aber es wird besser und wie gesagt, oben waren wir schon mal, aber muss man sehr aufpassen. Da fühlt sie sich nicht so wohl. Ich habe doch schon wieder Dreck im Gesicht. Der Petro, ich glaube, das war von Petro vorhin, da ist mir so ein Auge ins Gesicht geflogen. Der Petro hat ein Auge auf mich geworfen, in doppelter Hinsicht. Schwierig. Ja, genau. Heute gibt's beim Admiral Akbar einen leckeren Pudenhals. Ah, und er drückt ganz schön feste zu. Ah, mein eines Handgelenk, also Fingergelenk. Ah, ja, oh, danke, Vogel. Sehr nett von dir. Da habe ich ja gar kein Gefühl mehr gehabt beim Zeigefinger. Ja, lecker, ne? Sowas reißt sich gut. Ja, da freut sich doch der kleine Adler, gell? Oh, Mensch, das schmeckt. Ja, Akbar hat auch immer weniger Probleme damit, ob ich ihn filme oder nicht. Interessiert ihn eigentlich gar nicht mehr. Ja, kann man einfach hier so wunderbar hinpacken und dann kann der Akbar beim Essen gefilmt werden. Naja, ich will auch nicht beim Essen gefilmt sein, das ist ja auch unfair. Aber du, dich stört das ja gar nicht mehr, ne? Ja. Ja, genau. Da hinten bei Elsa hatte ich ja vor einiger Zeit schon renoviert und hatte die Wand neu gemacht mit Paneelen, die ich hatte noch. Und dann hat sich die Frage gestellt, was mache ich hier hin? Hätte ich jetzt neue Paneele holen müssen? Und dann hat mein Vater neulich, der arbeitet bei einem Baumarkt, gesagt, sie haben da Ausstellungsstücke, die sind übrig und die sollen in Container. Und da habe ich gesagt, nee, bring mal mit. Und die machen wir jetzt hier hin. Und dann machen wir das noch ein bisschen hübsch da. Und unten auch noch ein bisschen. Und ja, dann ist das hier eigentlich zwar Parkett, Vollholzparkett, aber ja, sieht ganz hübsch aus, finde ich. Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Ausstellungsstück, aber hey, man kann ganz tolle Sachen sehen. Das ist hier Eiche, das ist Kiefer und das ist Fichte und das ist Lärche.
Ja, sieht alles nebeneinander und jetzt holen wir, ich glaube, das andere ist noch Echtholzparkett. Oder es ist auch vielleicht auch noch, also das ist ja auch Echtholzparkett, aber das andere ist dann so verleimt. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, ist Hakas Außenvoliere, müssen den Busch auch noch stutzen und den Sitzast wieder machen und ein bisschen aufräumen natürlich. Ja, aber sieht schon ganz gut aus, finde ich. So, und nun ist auch die nächsten zwei dran und ein bisschen beimachen, ein bisschen Naht und dann ist alles schick. Hier haben wir bei den Kaninchenkäuzchen weitergemacht. Das soll ja mehr so ein bisschen felsig aussehen alles, was hier hinkommt. Ja, und da hatte ich ja schon so vor, also Platten damals benutzt, die habe ich jetzt wiederverwendet. Die waren schon mal Rückwand in der Voliere, in der größeren. Ja, und jetzt haben wir es alles so zusammengeflickert und ja, bisschen zusammen machen, Farbe und dann sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. So, wir haben jetzt noch ein bisschen ausgebessert, also vor allem der Brine und ja, müssen noch unten ein bisschen noch was machen, aber das ist dann erst Donnerstag der Fall, genau, aber finde ich, ja, finde ich ganz, also zumindest deutlich schicker als vorher. Das war ja wie gesagt schon hier und oh, finde ich ganz hübsch. Außerdem ein paar Holzarten, die man sich so angucken kann. Ja, ja, unten wie gesagt noch ein bisschen, das Weiße muss noch ein bisschen weg. Und die Bretter liegen ja auch noch drin und die Scheiben und so weiter. Aber fände ich schon gar nicht schlecht. Ne? Was sagt ihr zwei dazu? Ja, ihr seid ja immer ganz gechillt. Jawohl, da war ich doch ein bisschen nah. Ja, ne, eure neue Wand, ups, die sieht auch noch bald ein bisschen anders aus. Keine Sorge, wird noch ein bisschen hübscher. Ja, genau. Ja, Petro, ich verstehe ja die Idee, die du hast, aber nein, Petro, es wird bei mir gegessen. Bitte. Ja, ich weiß, da stehen noch Landos und Rockys Essen. Was machst du denn jetzt da? Ach, Reste gucken? Dein Ernst? Denkst du jetzt, das wäre ein Nest? Glaubst du, das habe ich für dich gebaut? Nee, da ist Futter immer drin. Oh Gott, Petro. Ich wollte gerade sagen, nee, da ist das Futter immer drin. Außer wenn wir langsam füttern, dann ist es in der Kühltasche. Schrägstrich, Warmhaltetasche. Je nachdem, was für ein Wetter ist, ne, Petro. So, jetzt hast du natürlich alles umgeschmissen da. Jetzt fühlst du dich gut, ne? Da fühlt sich der kleine Petro gut. Was machst du denn jetzt? Können wir bitte... Petro, können wir das bitte nicht so machen? Du schmierst mir das Huhn da in den Nacken. Nee, lass das weg. Nee, mach mal nicht. Au, au, au. Petro, mach. Nee, geh mal ein bisschen weg. Mach komische Sachen. Au, au, au. Da hängt doch eine Mütze drin mit deiner Kralle. Du tust dir weh und du tust mir weh. Ach, Petro. Da findet er wieder nichts anderes zum Begatten und dann bin ich dran. Hier, iss mal. Komm, du bist fertig. Iss. Ist lecker. Wo ist? Ich sehe nichts. Petro, ist dein Huhn. Ich möchte das bitte nicht. So ein Unfug. Ja, genau. Hier sieht man jetzt hier im Frühjahr einen Labkrautblattkäfer oder einen Tatzenkäfer. Der heißt so, weil der so dicke Füßchen hat. Das kann ich euch jetzt, seht ihr das? So, jetzt kann ich es euch zeigen. Ne? Der hat so ein bisschen dicke Füßchen, bewegen sich so behäbig. Und die paaren sich jetzt auch gerade, manchmal auch im Herbst. Die überwintern hier auch. Die Puppen sind dann, werden im Frühling dann gelegt. Werden in Labkräuter gelegt, sind auch gar nicht selten in Mittel- und Südeuropa. Und wenn man die stört bei dem, was sie da tun, dann würgen die so eine rot-orangene Flüssigkeit raus. Das nennt man Reflexbluten. Ja, hier sind auch noch zwei. Ja, die haben auch Spaß. Ja.
Aber ich weiß nicht, je nachdem, wie man so drauf ist, haben die noch mehr Spaß. Ja, genau. Über Ostern hatten wir Freitag, Samstag, Sonntag, Montag Erlebnis. Da hatten wir Falkner für einen Tag am Freitag, am Samstag und am Montag. Und am Sonntag war Falkner for Kids. Ja, und da waren auch richtig coole Leute mit dabei. Ja, ne? Die Kinder waren sehr, sehr lieb. Das ist korrekt. Ja, ich weiß. Ja, das eine Mädchen, das war sehr, sehr goldig. Die hat dann mit Fräulein Tett, also die macht in der Schule ein Referat über Uhus oder generell Eulen, aber auch insbesondere über den Uhu. Und ihr Bruder, der hat Fräulein Tett dann auf der Hand gehalten. Und der war, ich glaube 14 und sie war 10. Und der Bruder, der hat dann Fräulein Tett gehalten und sie hat sich daneben gestellt und hat quasi ihr Uhu-Referat gemacht, also ihre Infos über den Uhu aufgesagt. Und der Bruder, der war beim Halten, wurde immer grummer. Krummer? Der Rücken wurde auf jeden Fall immer mehr krumm. Sagt man das so? Irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall hat er sich ganz schön viel Mühe gegeben, dass er den Uhu so lange halten konnte. Und das war irgendwie lustig, weil sie da so stand und lololololo. Und er hat schon ganz schön geschnauft, dass er den Uhu noch halten konnte. Aber wäre ja kein Problem gewesen. Fräulein Tette hätte ja auch einfach runterfliegen können. Da konnte ja nichts passieren. War sehr schön. Genau, und die Falkner-Tage, die waren auch klasse. Das Einzige, was blöd war, was wirklich ein bisschen blöd war, war das Wetter. Aber dank Flughalle ist es ja noch im grünen Bereich gewesen. Also es ging halt noch. Es war ein bisschen blöd hier zu laufen, die Vögel zu holen, aber die Leute standen zumindest ja die ganze Zeit eigentlich im Trockenen. Es sei denn, sie wollten sich in den Regen stellen. Manche wollten sich auch ab und zu mal in den Regen stellen. Ja, das Wetter war insgesamt Sonntag sehr, sehr, sehr gut. Ganz toll. Und die anderen drei Tage nicht so. Genau wie jetzt. Ihr seht es vielleicht, es fängt nämlich jetzt auch schon wieder an zu regnen. Hinten sieht man die. Was? Nein, nicht in meine Hand. Ich will doch was zeigen. Vogel. Da sieht man die Wassertropfen, die auf Schnatz jetzt da schon so am Abperlen sind. Jetzt guck doch nicht so. Da sieht man das. Ja, und jetzt haben wir heute Dienstag und dementsprechend ist heute mal dann ein Tag frei. Ich sitze auch einfach nur mit dem Schnatz hier. Brian steht da quasi neben mir und wir haben da vorhin schon was gemacht. Das zeige ich euch gleich. Nee, lasst mich doch mal gehen. Zeige ich euch gleich. Bei den Kaninchenkreuzen haben wir weitergemacht. Und mal gucken, ob wir noch bei HK irgendwas schaffen. Ja, genau. Hallo, liebe Umfiedern-Zweibeiner da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir haben jetzt entschieden, dass wir alle Tiere vegan ernähren. Und ich fange heute damit an. Es gibt Pizzastangen. So, ja, du musst jetzt Pizzastangen essen. Ist so, ihr werdet jetzt alle vegetarisch ernährt. So muss das sein. Ja, ist auch viel gesünder für euch. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen, und zwar, ob man alle lateinischen Namen der Greifvögel, Eulen, Falken der Welt auswendig müssen muss für den Falknerschein oder die Sachkunde. Also ich beziehe das jetzt mal auf alles. Nee, also es gibt Falkner, die können nicht mal einen wissenschaftlichen Namen. Und bei meinem Falknerkurs war es so, damals vor... ja, gefühlt 20 Jahren, ist aber noch nicht ganz so lange her, sind erst 17 oder so. Da war es so, dass ich drei oder vier Namen wissen musste und die richtig verwenden musste, also verstehen, wie Gattung, Art und Unterart zusammenhängt. Aber man musste jetzt nicht alle lernen. Und bei unserem Sachkundekurs ist es so, dass man, weil es ja darum die Pflege der einheimischen Tiere auch geht, dass man da zumindest alle hier heimischen Arten wissen sollte. Das hat ganz praktische Vorteile, wenn man die kann, aber nicht der Vögel der ganzen Welt. Da, also Greifvögel, Eulen und Falken, das wären ja insgesamt irgendwie 600 Stück oder so. Das ist ja der Wahnsinn dann. Nee, um Gottes Willen. Aber das kommt ganz drauf an, wo man hingeht. Ich halte es für sinnvoll, zumindest einigermaßen die der Einheimischen zu können. Dann kann man sich besser verständigen, auch mit Leuten außerhalb Deutschlands, weil natürlich überall die Vögel anders heißen. Ne, siehe den Aguja, da heißt er Aguja, dann Agula, da
Dann Blauflügelbussard, Blaubussard, Andenadler, Kordillerenadler. Im Englischen ist er dann sogar ein Black-Chested Eagle Buzzard oder sowas oder Chili Eagle. Das ist schwierig. Deswegen wissenschaftliche Name, Buff, den gibt es überall auf der Welt gleich. Da kann man sich über denselben Vogel unterhalten. Gerade wenn es auch um Auswilderungsprojekte und so geht, da ist das sehr sinnvoll. Ansonsten beim Falknerschein spielt das eher eine untergeordnete Rolle, aber ich finde es wichtig zu wissen. Ja, genau. Heute gibt es wieder Putenhals. Oh, lecker. Nee, du musst mich. Was ist denn mit deinem Loslassen da immer? Du hältst wieder mich fest, aber dein Putenhals. Nee, du machst Scheißdreck. Nimm deinen Putenhals. Wie sie mich angeilt. Ja, genau. So, auch ein Weißkopfseeadler möchte ein Enrichment haben. Und der Stanley hat es ja schon ein bisschen angepupelt. So, also, und Hera hat auch gleich Interesse gehabt an dem ollen Ei. Da kommt der Klubber schon raus, das Eiweiß. So, ist übrigens ein bisschen klarer, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, ein bisschen klarer, als wenn es gekocht ist, als bei Hühnerei. Jetzt sieht es so ein bisschen so aus, als es doch keinen Bock mehr hätte. Nicht meine Hand, nicht die Hand. Nee, das ist mein Finger, ich sehe, wo du hinguckst, auch wenn ich filme. Ich filme jetzt schon lang genug, während ich Vögel füttere und mache und tue. Das heißt, ja, genau. Brauchst du gar nicht lachen. Da weiß ich nämlich schon genau, was bei dir los ist hier. Hier, guck mal, ist lecker. Ansonsten muss ich Charlie Chaplin essen. Der freut sich auf jeden Fall. Komm, guck doch noch mal danach. Komm, Hera. Bisschen danach schauen. Ja, das sieht nicht so aus, als ob du noch mal danach schauen willst. Okay. Jetzt ernsthaft, jetzt läufst du das ab. Willst du auch mal Keyboard spielen? Oh, das wird vielleicht spannend. Ja, ich komm ein Stück näher. Armer Vogel. Immer so viel tun da. Komm auf. Na los. Na los. Auf geht's. Hera. Ach, warte, ich setz mich hier hin. So, jetzt aber. Jo. Auf dem ausgestreckten Arm. Sehr schön hast du das gemacht. Blub und weg. Ich habe den Ball präpariert. Da ist ein bisschen Ratte drin. So, muss auch. Da musst du halt sowas tun. Ja, und nu? Wie kommt man an das Stück Rette dran? Ja, denk drüber nach. Was machst du denn jetzt? Hat sich eine Feder verknickt oder im Flügel? Ja, sieht so aus. Ja, muss was tun. Ja, ist halt wirklich essentiell. Und was sich ja in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert hat, ist, dass man, oh, jetzt ist er rausgefallen, ich habe es gesehen, dass man natürlich viel mehr in den Zoos Beschäftigungsdinge macht, damit die Tiere keine Verhaltensauffälligkeiten bekommen. Und ich kann sagen, in der Falknerei habe ich das Ei so noch nie gesehen. Und jetzt sage ich mal eigentlich, also zumindest bei meinen Tieren habe ich das noch nie gesehen, dass die Verhaltensauffälligkeiten dann gezeigt haben. Aber wir versuchen die auch wirklich immer extrem zu fördern und zu fordern, je nachdem, was man so kann und was man halt nicht kann. Und spazieren gehen und so weiter trägt natürlich da auch dazu bei, dass das halt eben denen nicht langweilig wird und den Deckel auf den Kopf fällt. Und ich muss immer wieder sagen, warum es auch die Flughalle unter anderem gibt. Ja, ja, ich weiß, Hera, warum es die Flughalle unter anderem ja auch gibt, ist wegen der Vogelgrippe, weil ich die relativ schnell aus Stall, weil ich die relativ auch schnell auch der Stallpflicht entsprechend umrüsten kann. Da muss ich nur oben aufs Dach einmal eine Plane ziehen, kurz abspannen und damit hat sich das direkt. Dann kann ich direkt hier weitermachen, weil tatsächlich muss ich sagen, die schlimmste Zeit in den ganzen Jahren, ich meine, Hunde haben wir schon immer, also Hund oder Hunde schon immer und alles Mögliche und das kann man alles wunderbar beschäftigen und das klappt auch wunderbar. Nur als damals vor drei Jahren diese lange Zeit Stallpflicht war, das war wirklich die schlimmste Zeit in allem, was ich so erlebt habe, wo jeder Vogel, Achtung, fangen! Ach, du bist doch eine Nuss. Hättest du auch mal fangen können. Ich habe mir so viel Mühe gegeben zu werfen. Naja, war wirklich die schlimmste Zeit.
weil du halt keinen Vogel da aus seinem Gehege groß raustun durftest. Und raustun, wenn, dann musst du aber auf der Hand bleiben und du gehst trotzdem halt Risiko, wenn was passiert. Also ich hatte das zwar mit dem Amt geklärt, die durften die Hand aber dann nicht verlassen, also sie durften nicht rumlaufen, auf Pfosten rumspringen und so weiter und mussten halt in ihren spatzensicheren, also der Stall, die Stallpflicht erfüllenden Gehege bleiben. Und da konntest du gar nichts machen. Und das hast du natürlich gemerkt, gerade bei so sehr intelligenten Vögeln wie Stanley und so, das war, und den Adlern, das war schon ganz schön krass. Ich meine, die Eulen, die bewegen sich sonst auch nicht so viel. Da kannst du in der Voliere schon viel anstellen. Aber hier gerade die Adler und die Karakaras und auch anderen Falken, die fanden das jetzt nicht so prickelnd. Und damit ist das auch ausgehebelt, weil ich schätze mal, dass Stallpflicht lange nicht abgehakt ist und Vogelgrippe sowieso nicht und das immer wieder kommen wird. Und das wird auch von der Taktung her wahrscheinlich immer häufiger sein. Und dementsprechend dann irgendwann wahrscheinlich fast jedes Frühjahr oder jeden Herbst so sein, dass Stallpflicht ist, zumindest in einem Landkreis drumherum und so weiter. Und ja, da können wir einfach entspannt dem Ganzen entgegensehen und sagen, ja, ist zwar traurig, so Stallpflicht für andere, aber für uns macht es keinen erheblichen Unterschied. So, Hera, kommst du jetzt nochmal mit? Ich habe das Telefon dahingestellt, damit ich mich auch mal konzentrieren kann. Direkt die ganze Ratte auf den Boden geschmissen. Wartet, jetzt habe ich. Ui, puff. Nee, Hera, warte, muss ich wieder so ein bisschen hier umbauen. Warte, so. Tada, auf geht's. Komm, Schatzi. Naja, wenn du es angackerst, wird es auch nicht besser. Muss schön kommen. Ja, siehste, tada, kleiner Adler. Oh, jetzt hast du eins fallen lassen. Ja, was sehen die Leute davon? Nix. Warte, ich heb's dir auf. So, guck mal hier, Spatz. Willst du reingreifen mal in die Wundertüte? Ui, da ist noch ein bisschen Ratte. Ja, mehr habe ich jetzt nicht. Da unten ist noch ein bisschen. Ja, warte. Da, jetzt kannst du vielleicht dran. Ja, ich mach noch ein bisschen was zusammen. Spatz, warte. Ich weiß nicht, ob man uns sieht. Ja, werde ich dann auf dem Schnitt sehen. Oh, pass auf. Ja, mittlerweile kann man auch Hera zart. Und zwar, wenn sie so guckt, ist sie eigentlich zart. Ja. Nur wenn sie den Kopf runternimmt. Wenn man ganz langsam die rechte Hand bewegt, dann geht's. Wenn man sie schnell bewegt, hat man verloren. Dann möchte die Hera da reinbeißen. Warte. Bisschen noch. Eine Kleinigkeit noch. Pass auf. So. Zart. Wie nett die ist, ne? Beißt auch mit ihrer Spitze nicht feste zu. Aber wenn du die Hand schnell bewegst, oh Gottes Willen, ja, dann ist es vorbei. Oh Gottes Willen, ja, dann ist es vorbei. Ja, genau. Heute ist Landus erstes Mal hier oben in der Flughalle. Ich habe ja erstmal die ganzen Vögel hier oben dran gewöhnt, die ja sowieso bei den Erlebnissen mitmachen und die, werde ich sagen, wichtiger sind, aber Lando hatte ja in letzter Zeit eh keine Lust, auch bei Erlebnissen mitzumachen, also habe ich gedacht, okay, wir schieben den Lando mal ein bisschen zurück, also jetzt 2 Wochen her, oder 3, weiß nicht, 2-3 Wochen her, und jetzt ist Lando auch dran. Jetzt darf er sich hier oben auch rumgucken und sich zurechtfinden und alles beäugen, aber noch auf meiner Hand, weil ich möchte ja nicht, dass er sich verletzt, ne? Also noch auf der Hand, als nächstes Schnur, und dann kann er so rumhopsen. Genau, aber da geht's erstmal rund jetzt, Lando, ne? Oh, guck mal hier, Lando, schick, schick. Genau, also Lando darf sich jetzt auch hier oben an die Flughalle langsam gewöhnen. Ja, klappt auch ganz gut. Jetzt sieht man, macht so ein bisschen die Flügel auf. Kann sein, dass er gleich Unfug im Sinn hat, aber kann auch sein, dass er einfach die wieder zumacht oder sich umdrehen will. Ja, ich kann mich ja auch mal drehen, können wir gleich nochmal wieder anmachen, das Video. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen umgedreht und Lando hatte keinen Unfug im Sinn. Hat sogar schon ein bisschen was gefuttert. Wunderbar, eben ein bisschen balliert. Sehr, sehr hübsch. Ne? Also Lando, sieht schon mal gut aus. Guck mal, der tropft auch. Der will nämlich weiter essen. Ne? Ja, ich habe ja jetzt noch nicht so viel. Ich habe ja immer wieder das Telefon da. Das ist auch fies. Ne? Gibt nichts zu essen, weil ich hier so doof Video aufnehme. Nee, aber ich muss das Essen ja eh langsam geben, weil ich will das ja die Belohnungspunkte immer verteilen. Also nicht alles rein. Freut er sich zwar, ne? Hat er alles zu essen gekriegt. Problem ist aber, ich will ja Dinge belohnen. Also das heißt ja, wir wollen ja hier eine positive operante Konditionierung, bisschen hochtrabend, aber ich will ja Verhalten, was ich
also was ich gut finde, unterstützen durch Futter und Verhalten, was ich nicht so gut finde, ignorieren. So, wenn ich jetzt aber alles auf einmal reinschiebe, sagt er, wow, cool, aber wenn er jetzt noch zwei, drei Sachen cool macht bis unten hin, kann ich gar keine Reize mehr setzen. Das heißt also, es gibt jetzt noch, wenn er dann nochmal zwei Minuten gut sitzt, gibt's nochmal eine Kleinigkeit, dann gehen wir aus der Tür raus, dann gibt's nochmal eine Kleinigkeit, dann gehen wir runter bis in seine Voliere und wenn er das noch gut macht und dann noch sitzt, dann kriegt er den Rest komplett und dann ist es schön abgeschlossen, das Training, erfolgreich abgeschlossen, ohne Stress und mit viel Futter am Ende. Und genauso soll es dann sein, dann weiß der, boah, guck mal, wenn ich so mitmache, dann kriege ich so viel zu fressen und dann mache ich das einfach immer so. Warum nicht? Dann machen wir das einfach immer so. Es funktioniert natürlich bei so einem Greifvogel vielleicht ein bisschen schlechter als bei einem, also außer bei Stanley auch, als bei einem Hund. Aber es funktioniert sehr, sehr gut und man kann die wunderbar so trainieren, kann da immer Futter reinstopfen, so viel wie man möchte. Verfetten können sie eigentlich nicht, sofern man die richtigen Futtersachen wählt und kann nichts passieren. Vogel funktioniert, also gut, für ihn gut, für mich gut, kein Stress, alles bestens. Ne, Lando? Ja, wir hätten dich doch Kaldall nennen sollen, ich sehe es immer wieder. Ja, genau. So, ich hoffe, ihr hattet diese Woche auch Spaß beim Video. Es sind ja wieder einige verrückte Sachen passiert, wenn ich da so an Petro denke zum Beispiel, was der gemacht hat. Ja, und ein bisschen Käferaufklärung und wieder eine Frage beantwortet. Ich sitze jetzt hier noch, also eine ganze Zeit lang schon bei Hera. Wir haben noch eine Videobotschaft fertig aufgenommen für eine Frau, die Geburtstag hat. Und ja, sitze jetzt hier und habe irgendwie so Bedenken, dass die Hera mir demnächst an meine Schulter will. Aber ansonsten ist eigentlich alles cool. Ja, ne, Hera? Dann sag du auch Tschüss. Ich habe Tschüss gesagt. Weißt du so? Hallo Hera, du kannst auch mal Tschüss sagen. Jetzt guck mich nicht so an. Nee, Hera, du sollst Tschüss sagen. Nein, sag Tschüss. Du musst Tschüss sagen. Mach mal Tschüss. Also nicht Tschüss, du musst nur gackern. Wenn du nicht jetzt Tschüss gackerst, dann tue ich dich auch mit einem Rotschwanzbussard übersynchronisieren. Dann hast du es. Dann werden die Leute nie wie Weißkopfseeadler richtig machen. Mach mal einfach so, danke Hera für dein Tschüss sagen. Gut, dann macht's gut, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss. Jetzt vielleicht? Ja, vielleicht jetzt? Jetzt vielleicht? Ach Hera, du bist ja ein bisschen langweilig, ne? Aber lustig. Und, oh, guck mal. Oh, oh, nein. Macht's gut. Oh,